sehr gut. Wie geht's euch? Kann euch ganz schlecht hören hier vorne. Wie geht's euch? Sehr, sehr gut. Ja, also, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ich bin der Frankie. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne Frankie zu mir sagen. Und wie heißt ihr? Ruft mal alle eure Namen. 1, 2, 3. Ah, sehr gut. Alles abgespeichert. Ich kenne euch alle. Wunderbar. Ich habe eben gerade schon gemerkt, ihr seid sehr, sehr laut. Das finde ich sehr cool, denn ich möchte mal einen Test mit euch machen. Vor euch war schon mal eine Schulklasse hier oder zwei. Und mit denen habe ich auch den Test gemacht. Ich habe hier nämlich ein Applaus-Lautstärke-Messgerät. Ich bin gespannt. Und 1, 2, 3. Okay, und jetzt legen wir los mit dem Zaubern. Soll ich anfangen? Okay, ich gucke mal, was ich heute hier dabei habe. Du bist noch nicht an der Reihe, du bleibst bitte noch drin. Okay. Hey! Entschuldigung. So, du bleibst da. Hey. Was ist denn hier los? Hey! Ganz einfach. Seht ihr nicht, dass es hier hängt? Guck mal, hier hängt es in der Luft. Guck mal. Könnt ihr es sehen? Könnt ihr gar nicht sehen? Ich sehe es. Ich hole es einfach mal hier weg, dann seht ihr es vielleicht besser. Pass auf. Einfach wegholen und dann kommen wir doch wieder hier. Ey, wisst ihr, was mir vorhin passiert ist? Ohne Quatsch, ich habe es ja schon mal gemacht heute Morgen. Da habe ich es hier verschwinden lassen. Wisst ihr, wo es wieder rauskam? Aus meinem Mund. Aber das wollt ihr nicht sehen. Nein! Nein! Okay, komm. Schwuppdiwupp, Kartoffelzupp. Oh. Wir nehmen die hier, okay? So. Cool, oder? Und so eine Seifenblase ist jetzt so stabil, guck mal, mit der kann man jetzt sogar Murmel spielen. Die geht jetzt nicht mehr kaputt, die ist verzaubert und alles mögliche. Ich zeige euch den jetzt, den Waldemar, und ihr guckt euch den mal genau an und versucht euch mal zu merken, was der für eine Farbe hat, okay? Achtung, seid ihr soweit? Nicht lachen. Nicht lachen. Welche Farbe hatte der Waldemar? Grau, ne? Grau. Pass auf, und jetzt verrate ich euch ein ganz einfaches Kunststück. Ihr müsst einfach nur eine magische Bewegung machen. Schwuppdiwupp, Kartoffelsupp, zack. Und schon wechselt Waldemar die Farbe. Guck mal. Pass auf, und das, das kann man beliebig oft machen. Ich zeig's nochmal. Pass auf, einfach eine magische Bewegung. Schwuppdiwupp, Kartoffelsupp, zack. Und schon ist er wieder grau. Guck mal. Bitte? Umdrehen! Klar, kann ich machen, aber der bleibt ja trotzdem grau. Andersrum! Ach, andersrum! Ja, aber grau bleibt grau. So! Wow! Hi! Komm, wir machen so: Kartoffel, Pommes. Nochmal: Kartoffel, Pommes. Machen wir so: Jawohl, super. Wie heißt du? Christian? Ja. Hast du den Namen selbst ausgesucht? Nein, meine Eltern. Ah, deine Eltern waren das. Cool. Hast du coole Eltern? Was? Hast du coole Eltern? Sind die gut? Gute, ja. Coole Eltern? Ja. Das ist gut. Die Antwort war richtig, Christian. Pass auf. Lieber Christian, wir beide zaubern ja jetzt so ein bisschen. Du hilfst mir jetzt so ein bisschen, okay? Hast du schon mal auf so einer Bühne gestanden, vor so vielen Leuten hier? Guck mal, so gefühlte 10.000 Menschen hier. Nein. Noch nicht? Bist du ein bisschen aufgeregt? Auch nicht, das ist sehr gut. Pass auf, ich verrate dir jetzt mal ein Kunststück, wie man von den Leuten hier Applaus bekommt, ohne dass man vorher irgendwas tun muss, okay? Pass auf, du stellst dich gerade hin, ganz locker. Mach mal, nimmst dir Christian! Cool, oder? Kartoffel, Pommes. Christian,
Was brauchen wir denn zum Zaubern? Hast du eine Idee? Ein Zauberstab. Ein Zauberstab, sehr gut. Was brauchen wir noch? Ein Zauberkiste oder etwas anderes? Oder ein Zauberhut. Ein Zauberhut. Darf ich dir denn auch einen Zauberhut aufsetzen, lieber Christian? Ja. Das wäre gut, weil sonst wird es auch ganz schlecht funktionieren. Pass auf, wichtig ist jetzt, dass du hier stehst. So. Geradeaus guckst, ganz locker. Immer Richtung Publikum. Oh. Ich habe Publikum gesagt. Natürlich Publikum, okay? Geradeaus gucken, locker bleiben und immer nett lächeln, ja? Ich bin sofort da, ja? Ich hol dir einen Hut und dann geht's auch schon los. Pass auf. Ein Hut für den kleinen Christian. Ein Zauberhut. So. Pass auf. Oh. Entschuldigung. Jetzt wurde es kurz dunkel beim Christian. Das habe ich nicht gewollt. Oh. Okay, Achtung. Christian, so, ne? Schwuppdiwupp, Kartoffelsupp. Und dann geht's los, okay? Wir müssen jetzt langsamer anfangen hier, ne? Bitteschön. So, okay, pass auf. Wir haben ja nicht mal so viel Zeit. Wir haben, liebe Kinder. Christian, pass auf. Was war das? So, hey. Ich glaube, die Alisa hat eine Sprungfeder eingebaut. Nein, bitte nimm den so lange. Wow! Gottes. Boah, bin ich gerade erschrocken, du auch? Ich bin voll erschrocken. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Alisa, die wollen das Heft färben, nicht meinen Daumen, okay? Und er hat mir voll auf den Daumen gehauen. Puste mal. Ja, genau. Alisa! Woo! Vielleicht. Jetzt vielleicht mein Junge mal. Willst du mal? Ja, komm du mal zu mir nach vorne. Jan, komm, fass mal rein. Ist da was drin? Nein. Nein. Reingelegt. Ist natürlich nichts drin. Können wir auch gerne beweisen. Jan, guck mal, da unten ist so ein Reißverschluss dran. Und da ist wirklich nichts drin, außer meine Hand. So, jetzt ist der Beutel weg, Jan. Jetzt ist der Beutel weg. Toll, wir haben mal das jetzt hingekriegt. Wer hat den Beutel? Hat es geklappt? Mit Magie funktioniert es eigentlich ganz gut. Oh. Wow! Jan! Guck mal! Jan, danke dir! So, wer von euch ist schon schlau? Hand hoch! Wer ist noch nicht so schlau? Grün, seid ihr euch sicher? Grün, dann kommt die Gelb. Und dann kommt die Rot, wir haben ja sonst keine mehr. Natürlich, so sieht eine Ampel aus. Unten ist immer die Grün, Mitte die Gelb, oben die Rot. So sieht das aus. Hä? Guten Tag. Kartoffel? Pommes, sehr gut. Wie heißt du? Lu. Lu. Nochmal einen Applaus für die Lu. Lu, cool. Lu, magst du dich mal da hinstellen? Hast du dem Papa oder der Mama schon mal zugeschaut beim Waschen? Du kennst dich aus mit so Dingern hier, ja? Pass auf, liebe Lu, sei so gut, nimm die mal an spitzen Fingern, nicht dran schnuppern, sei so gut. Ja, dann pack mal da rein, wir versuchen das jetzt einfach mal. Pack mal rein, Tür zumachen. So, oben. Nicht zusammen? Doch, in dem Fall schon, weil da ist ja kein Wasser, da kann nichts passieren, okay? Liebe Lu, dreh mal oben. Charlie hat gesagt, das wird funktionieren. Okay. Hol mal raus, liebe Lu. Charlie sagt, das wäre alles kein Problem. Oh, doch ein Problem. Ihr hattet recht. Die Wäsche ist total verfärbt. Guck mal. Die rote Socke ist jetzt ganz weiß und die weiße Socke ist ganz rot. Lu, das müssen wir nochmal machen, okay? Nochmal hinein.
Klappe zu, oben, aber ich komme dir ein bisschen entgegen, ein bisschen hoch, gell? Ich komme dir ein bisschen entgegen, so, einmal Kurbel. Hier ist Waschmittel, liebe Lou. Das füllen wir hier oben jetzt rein. Und dann, ja, und dann wird die Wäsche schön sauber, okay? Wow! Bist du erschrocken? Wie kommt denn die Schlange hier ins Waschmittel? Das darf ja wohl nicht wahr sein. So, komm mal raus. Oh. Wow! Alter, wie cool ist das denn? Guck nur, da sind ja Kinder. Ja. Und da sind Kinder. Und da. Und da oben. Hey, ich habe eine geile Idee. Und du hast eine geile Idee? Ja. Was denn? Ich rufe jetzt zicke-zacke, zicke-zacke und ihr ruft hoi, hoi, hoi. Okay? Okay, das können wir. Kriegen das hin? Das kriegen wir hin. Okay. Achtung. Zicke-zacke, zicke-zacke. Naja, das geht noch besser. Zicke-zacke, zicke-zacke. Sehr cool. So. Der hat nicht geküsst. Nein. Moment. Was? Wenn, dann hast du mich geküsst. Sehe ich aus wie dein Röschen oder was? Nein. Mach das nicht wieder. Okay. Auch nicht für 10 Euro. Ja, ist klar. Ja, wir sagen's euch an jedem Ort. Kanane ist unser Lieblingsgott. Achtung nochmal. Kanane. 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 Banane. Ja, wir sagen's auch an diesem Ort. Banane ist unser Lieblingswort. Das war's. Dankeschön. Dankeschön. Wow. Dankeschön. Sag tschüss, mach's gut. Tschüss, mach's gut. Euer Charlie. Und euer Frank. Vielleicht sehen wir uns ja bald mal irgendwo wieder. Schön, dass ihr da wart. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao, Kakao. Viel Spaß. Vielen lieben Dank, ihr wart wirklich ein tolles Publikum. Kommt gut nach Hause, habt eine schöne Zeit. Tschüss. Oh, das ist lieb. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Tschüss.